Hallo Leute und ein allerherzlichstes Willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns hier am Mittwoch auf Girls Gegen Games. So, und wir wurden ja letztes Mal hier vom netten Hutmacher ja einfach mal abgesetzt, so vor dieser riesen Uhr. Boah, sieht das hier geil aus. Das ist so eine Kuppel hier oder was. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, wir hatten ihn ja wieder zusammengesetzt gehabt. Und da hoffe ich ja jetzt natürlich, dass das jetzt hier nicht ein Fehler war, ihn wieder zusammenzusetzen. So, dann werden wir hier den Schweineschnäuzchen uns mal vornehmen. Das wird mal ordentlich eine gepfeffert hier. Ah, da kommen wir dann auch schön an die Erinnerungen ran. Oh, ein Körbchen. Das ist meins. Upsala. Mein Korb. Danke. Hier kommt doch hier gleich hier irgendein Vieh oder sowas. Ich höre doch hier schon wieder was. Oder was? Autsch! Autsch! Okay, hier sollte ich lieber nicht reingehen. Au, 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 au! Ich war doch gar nicht drin. Autsch! Ah! So ein Scheiß hier. Das darf man ja nicht mal aus einem Meter Entfernung berühren, oder wie? Ja, ich hole mir jetzt lieber erstmal die Erinnerung. Bevor hier noch irgendwas aufgeht und mich hier einsch... Autsch! Ich hab das doch gar nicht berührt, hallo? Mann! Alice, du solltest dir echt Arbeitsschutzschuhe zulegen. Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaultem Obst. Und ich bin sicher, diese Lösungen sind giftig. Richtig. Und brennbar. Hahaha, autsch. Ich stehe doch da gar nicht drauf. So, jetzt ist gut, oder wie? Oh Gott, ich bin ja fast tot. Ich werde jetzt hier, glaube ich, alles mal hier von der Ferne kaputt machen erstmal. Ah, da sehe ich doch hier schon wieder so ein blödes Vieh. So, du bist Geschichte! Geschichte! So, holen wir uns erstmal die schöne Energy. Ah, ja, Hutmacher? Woher hat denn der jetzt gequatscht? Hallo? Na egal. Ist ja auch egal. So, sind jetzt schon wieder fast voll aufgeheilt. Da ist er ja! Hutmacher! Schieß dir mal deinen Hut vom Kopf. Mist, kann ich nicht. Rums. Na, wenigstens tagt's nicht. Ich krieg diese Tür schon auf. Ich finde ihn irgendwie cool. Der ist voll lässig, der Typ. Oh, oh. Eine Uhrwerkbombe im Kampfgeschehen zu werfen hat diverse Vorteile. Sie lenkt Feinde ab und diese nehmen bei der Detonation Schaden. Ah, okay. Jetzt sollen wir wohl hier eine Uhrwerkbombe schmeißen. So. Bitteschön. Och, guckt sie euch an. Ist sie nicht schön? Rums. So, du erstmal. Und dann bist du dran. Und dann du. Oh, Ladehemmung. Egal, dann nehmen wir halt das Messer. Na, das hoffe ich für dich. Kommen nämlich gerade schon wieder irgendwelche Viecher. Uhrwerkbombe! Uhrwerkbombe! Ja, genau! Nimm dir die Uhrwerkbombe vor. Die kleine, das kleine Häschen, das ist doch so süß. Das muss man doch töten! Sag mal, könntest du dich jetzt mal bitte beeilen, Hutmacher? Hier kommen gerade so die... Ach du Scheiße, so ein großes Vieh. Oh, oh. Ich glaube, ich mache erstmal die kleinen hier fertig. Kuh! Wow. Genau, tötet euch selbst. Bringt euch selber um. Jo, noch eine. Oh. Noch eine. Genau, geht da hin. Ah, genau, tötet euch selber. Der bringt seine eigenen Leute um. Ist das viel doof. Oh. Und noch eine Uhrwerkbombe. Ja, komm. Und Detonation! Und du bist jetzt auch Geschichte! Ah, okay. Und hier... Ah, jetzt wollte ich doch meinen schönen Regenschirm benutzen. Regenschirm! Mist. Und wieder in die falsche... Ich stehe, glaube ich, so ein bisschen dezent doof gerade. Und Regenschirm! Ah, da ist noch Energie. Die muss ich doch mal mitnehmen. Ja, jetzt der Regenschirm. Komm schon. Und zack. Yeah, voller Wisch.
komm hier. Schmeiß doch mit deinen blöden Dingern. Die schlage ich dir nur wieder zurück. Blödes Vieh, lernt aber auch nicht draus. Oh, okay. Hihi, voll toll ausgewichen. Ah, du kannst uns mal hier. Kopf Nummer 1 ist schon Geschichte. Na komm, schmeiß doch. Hier. Na, hier. Mann, so langsam kriege ich echt den Dreh raus. Ja, ja, ist doch gut. Oh. Ah. Autsch. Das war jetzt nicht gut. Ich glaube, ich sollte ihn mal hier hochlocken, dass ich mal ein bisschen mehr Platz habe. Autsch. Na hier. Hysterie. Ist egal, wie du mir hier Zähne denn gibst. Ist mir sowas von Schnuppe egal. Gib mir gefälligst deine Köpfe hier. Na also. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Die Tür war so laut, Hutmacher. Aber schön, dass ich die Untertitel lesen konnte. Und wir haben auch gleich einen Speicherpunkt erreicht. Das ist schön. So, ich muss doch hier auch erstmal ein bisschen Energy kriegen. So. Sonst noch irgendwo was? Nee, da sind nur Gegner aufgezeichnet. Okay. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen arg eingesteckt. Letztes Mal habe ich den besser hingekriegt. Naja. Man kann ja nicht immer so viel Glück haben. Ha. Na, guck mal, einer schau. So, haben wir erstmal hier ein Geheimgängchen, dass es bis dunkel ist. Und jetzt hängt's wieder. Warum hängst du denn jetzt? Kein Buch ist so schlecht, dass ich nicht auch etwas Gutes darin fände. Wer das gesagt hat, hat niemals Martin Farquhar Tappas Morallehre gelesen. Genau. Ah ja, hier ist ja wieder diese schöne Einstellung der Kamera, die ich nicht mehr drehen kann. So, scheiße. So. Jetzt fummelt der da schon wieder in irgendeiner Tür rum. Da kommt doch hier bestimmt gleich hier irgendein Vieh. Oh, da oben ist eine Heilungsblume. Sie an wie ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's. Dein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Tja. Ah, da oben kann ich wohl rein. Naja, du spiel mal da in deiner Dings rum. Ich werde hier währenddessen mich mal heilen gehen. Wie der da rumpläht. Ich kann die Tür nicht auf, scheiße. Geil, wie der da in sein Bart reinnuschelt. Ah ja. Achso, bitte ich aber auch, wenn was nicht funktioniert, nusche ich mir auch immer irgendwas in meinen nicht vorhandenen Bart. Na, Schutmacher, du machst das schon, ne? Ich, guck mich mal hier oben weiter um. So. Hab ich jetzt eigentlich nur endlich mal genug Zähnchen für meine Waffen-Update? Ja, ich kann meine Wurmballklinge updaten. Na denn. Blablabla, Wurmballklinge. Möchtest du das Upgrade? Na klärchen. Yay! Und damit haben wir keine... kaum noch Zähne mehr. Ja, Zähne im Mund hier, scheiße. Mann, ich muss mein Gebiss mal wieder erneuern. Seid ihr hier die ganze Zeit zu Let's Playen? Das ist doch cool, oder? So wie eine alte Frau. Ja, so eine alte Hexe. Nee, ich glaube, ihr versteht mich jetzt gar nicht mehr, oder? Kann ich hier jetzt bomben, oder? Wow! Na, fallen wir mal runter, Nimm explodiere. Wie der rumnölt. Ah, ist das lol. Ist das jetzt kaputt gegangen? Alice, könntest du da jetzt bitte mal an der Kante... Nö, natürlich nicht. Wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Gar nicht, oder wie? Jetzt bin ich verwirrt. Komme ich denn da jetzt? Ah! Na, guck mal! Der habe ich ja voll übersehen!
Schon mei. Ach ja, jetzt funktioniert's. Na also, man muss nur ein bisschen sich umschauen. Dann funktioniert schon alles. Oh, noch mehr Zähnchen. Die können wir ja hier brauchen. So. Verbesserte Warpal-Klinge. Oh, wie die schon leuchtet. Das tolle Teil. Das schöne Teil da. Oh, man kann da bestimmt richtig geil Gemüse mitschneiden. Oh, schön kochen damit. Das sieht bestimmt durch Fleisch wie Butter. Ah, da ist der Hutmacher. Ah, das müssen wir wohl jetzt irgendwie zur Seite räumen, oder wie? Ich habe so das Gefühl. Hutmacher, da lang. Dass hier gleich so ein paar Feinde kommen werden. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Nur um uns mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Wow! Kommt hier was? Sonst noch irgendwas hier? Nee. Ach, hier an der Tür hier spielt der wohl rum, oder was? Nur mal so zum Testen. Nee, natürlich nicht. So. Jetzt habe ich natürlich hier den falschen Knopf gedrückt und zack. Geronimo. Autsch. Ah, da ist er ja. Ja, was wolltest du jetzt von mir? Was, ich soll den Hebel ziehen? Na gut. Dann machen wir das doch mal. Nett wie ich bin. Ah, nicht mal ein Danke. Ach, ich finde den so cool. Der sieht so cool aus. Irgendwo hat er was, oder? Der Typ. Jetzt nicht, dass ich den jetzt unbedingt sexy finde oder sowas, aber irgendwie. Ich meine, cool sieht er aus. Warum ist jetzt keine Musik mehr? Ist gerade voll still hier geworden. Das hört man alles. Okay, jetzt ist wieder Krach. Aber richtig Krach. Ach du Scheiße. Wo ist denn das Ding gerade durchgefahren? Das sieht ja cool aus. Eine Notre-Dame-Zuganlage? Keine Ahnung. Wir haben den Grund des Bebens gefunden. Aber warum schütteln sich die beiden? Was haben sie vor? Ihr werdet uns nie aufhalten, Hutmacher und Alice. Er ist weg. Ihr seid zu spät. Diese abscheulichen Tischmanieren. Sie sind die Zerstörer des Wunderlands. Entehrer, Verstörer, Entblößer, entzückend. Haben Sie diesen infernalischen Zug erschaffen, um das Wunderland zu zerstören? Was tut das zur Sache? Sie haben den Tod verdient. Autsch! Ja, lass mich sofort runter! Genug verlabert! Kampfzeit, Fräulein! Wie hat denn der gerade Fräulein geschrieben? Fräulein. Lasst falsche Hoffnung fahren. Vergesst, was gewesen. Es ist vollbracht. Wahnsinn hält Einzug. Spinnt den Irrwitz fort. Scheiße. Leute, ich ahne echt Schreckliches gerade. Autsch. Oh, okay. Dafür würde ich jetzt aber mein Geld zurückverlangen. Geil! Ist das Ding einfach auseinandergefallen? Nein, meine kostbare Domäne und die Gäste. Ich wollte doch nur noch eine Teegesellschaft. Bitte, Hutmacher, du hast es versprochen. Wann fährt dieser Zug? Was ist sein Zweck? Sag es mir. Sofort. Jetzt ist keine Zeit für deine Themen. Es ist Zeit für den Tee. Über Züge kannst du mit Suppe nicht mehr oder näher die Spiegellinie betrieben. Kommt schon, Leute. Wir können trotzdem Freunde sein. Ich habe einen schönen Dajin. Trinkt, trinkt. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Ich will sie zusammenfügen, aber ich glaube, dass der Zug dies verhindert. Hilf mir. Du hast es versprochen. Bitte den, der denen hilft, die sich selber helfen. Nicht formuliert. Er verdiente den Tod. Und ich ertrinke gleich im Tee. Und Ignoranz. Heißer Tee ist bestimmt auch angenehm, darin zu sterben. Nanny war schlau. Sie kannte meine besten Verstecke. Aber ich auch ihre. Ist das geil. Da wollten die mich mit so einem riesen Apparat angreifen. Ich denke, jetzt kommt hier gerade so ein übelster Bosskampf.
Und da fällt das Ding einfach auseinander. Ist das geil. Oh nee, da musste ich gerade mal voll lachen. Also dafür hätte ich echt das Geld zurückverlangt. Also wenn ich sowas gekriegt hätte. Los, geht weiter. Warum sehe ich gerade nichts? An Land gezogen. Oh. Gelobt sein Allerheiligen. Seine Wege sind unergründlich. Was machst du mit ihr? Oh. Nimm sie mit in die Mangled Mermaid und mit ihr im Bett. Im Dunkeln lässt sie es gut rumpeln, hä? Was macht ihr denn da? Was ganz Natürliches, Schätzchen. Für mich ganz und gar nicht. Pfoten weg. Das ist aber cool. Es ist ja wieder zurück. Okay. Jetzt sind wir wohl wieder normal, oder? Hä? Was ist denn jetzt? Oh, das ist die Katze. Die weiße Katze erinnert mich an mein Schneeflöckchen. Manny kannte sie. Hm. Jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Warum sind wir jetzt wieder zurück? Hm. Das kann es ja aber auch noch nicht gewesen sein. Stimmt, hätte keine Lust auf diese Brühe. Hey, quatsch mal mit mir. Heute Morgen liegen zwei Sachen an. Wenn es noch schlimmer wird, wohl doch nicht. Weiß nicht, was ist meinst. Mit dir los? Bin die Wohltätigkeit in Person. Oh, du siehst ja nicht gut aus, Junge. Hier, trink mal einen Schluck Whisky oder sowas. Das muntert auf. Oh, C. Ach, Quatsch. Das war nicht C, das war D. Ich kann ein C nicht von einem D unterscheiden. Wo ist denn das jetzt? Hallo? Ah, hier. Hier. C. Keine Ahnung, was in diesen Kisten drin war. Unerreichbare Träume. So wahrscheinlich, wie ich ausgefallene Orte sehen werde. Naja, gut, das Wunderland ist doch ausgefallen, oder? Ist dir das nicht ausgefallen genug? Hm. Ja, der Part wieder so ein bisschen. Macht aber nichts. So. Komm, wir schleichen uns hinten raus. Gib mir in der Mangled Mermaid noch ein Pein. Genau, Junge. Drück dich mal vor der Arbeit. Was ist das? Ein Pisswetter. Hey! Ein Spielzeug muss völlig ruiniert sein, dass es da aufgegeben wird, wo Kinder sonst Jacks mit Wurmeln spielen und nur so tun, als hätten sie Spaß. Ist das ein Spielzeug? Ach, das ist eine Puppe. Ich dachte, das wäre ein Kind. Oh, hier sieht's aus, ey. Wo bin ich hier nur gelandet? The Mangled Mermaid. Ah, ich schätze mal, da müssen wir jetzt hin, oder wie? Hallo? Tag? Kann ich Ihnen helfen? So? War das nicht der Geiger zu ganz Anfang? Der sieht so aus. Naja, egal. Oh, du hast wohl auch eh zu viel über den Durst geschüttet, oder? Junge? Naja, egal. Ich muss mich beeilen. Der Part ist nämlich bald zu Ende und ich muss einen Speicherpunkt noch erreichen. Karneval. Oh, geil. Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerspucker und Schlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein, gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh und... Ja... Roh und? Na, was denn nun? Da hat auch einer zu viel über den Dos getrunken hier. Kann ich hier rein? Mädel, du sollst eindeutig mehr essen. Und das Rauchen aufgeben und dich allgemein in irgendein Loch verkriechen. Du siehst nämlich scheiße aus. So eine ungeschliffene Schnecke magst bestimmt auch ungeschliffen. Ein attraktives Angebot, aber ich bin verabredet mit einem anderen Mann. Mädchen, muss es denn wirklich die harte Tour sein? Der Doktor meinte, ich hätte diese schreckliche Krankheit. Oh, naja, gut, dann gehen wir hier mal lieber weiter, bevor die uns hier noch irgendwie vergewaltigen oder so. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu stark getrunken zu haben. Sie schaltet Angst und Scham aus und ebnet zwar Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pris geworden ist. Tja, das fragen wir uns alle. Diese gute alte Schreckschraube von Frau. Ich kann ja nicht mal mehr springen oder so. Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl?
Oh, Speicherpunkt, schön. Fettarschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Oh, nett. Gut, Leute. Wir sollen jetzt wohl diese fette Kuh da besuchen. Aber bevor wir das tun und ich hier einen Kotzreize kriege, beende ich lieber mal den Part für heute. Also dann, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Ihr wollt die Fette ja sicherlich auch nicht sehen. Also dann bis zum nächsten Part, denn nächsten Mittwoch schaltet wieder ein. Also dann, ciao.